Weißt du, die erste Tagesschau der Woche freut mich, dass Sie heute dabei sind. Hat es zwischen der Schweiz und den palästinensischen Terroristen einen Deal gegeben, der 70 Jahre? Hat viel Aufsehen erregt. Die These, die in dem Buch «Schweizer Terrorjahre» vom NZZ-Journalist Marcel Gier produziert worden ist. Einer der Hauptzeuge in diesem Buch ist Jean Ziegler, ehemaliger SP-Nationalrat, ehemaliger Soziologieprofessor und im beratenden Ausschuss vom UNO-Menschenrechtsrat und hat 20 Bücher publiziert. Das letzte übrigens gerade das, Jean Ziegler mit «Ändere die Welt». Das machst du die ganze Zeit. Also Jean, danke vielmals, dass du gekommen bist. Merci für die Einladung. Jawohl. Viel Publicity, vor allem für dich und auch für deine Bücher. Das ist natürlich etwas, was du gerne hast. Ja, nein, das Buch ist eine Waffe. Eben. «Ändere die Welt» ist eine Waffe, dass genau. Die Welt endlich ändert. Genau, aber jetzt hast du noch Gelegenheit mit dem anderen Buch oder die These, die du ihnen verbreitet, ein bisschen mehr Publicity überzukommen. Das passt. Nein, es geht nicht um Publicity. Es geht um das Buch von Marcel Gier. Ja. Es ist ein sehr gutes Buch. Mhm. Aber Gier ist ein sehr gutes Buch. Und ich komme am Rand da vor. Ja, und es geht wahrscheinlich um die tragischste Episode in der jüngeren Schweizer Geschichte. Gut, aber tun wir noch mal sagen, die Ausgangslage, du bist immer auf der Seite der Palästinenser, der dritten Weltleute und gegen die bürgerliche Schweiz und hast auch diese Position in dieser Sache vertreten. Ah, nein, ich bin für die demokratische Schweiz natürlich, aber nicht für die Bankenoligarchie, die die Schweiz kolonisiert und ihren Ruf ruiniert. Ich bin für das Schweizer Volk und gegen die Oligarchie. Genau. Aber das Buch von Marcel Gier, endlich tut es ein Kapitel aufgreifen, das im totalen Dunkeln war, das die offizielle Schweiz verschwiegen hat. Es gibt Nachkommen von den Überlebenden von den Opfern. 47 Menschen sind umgekommen in Würenlingen, immerhin. Nie ein Prozess, nie irgendjemand angeklagt. Schweigen. Über das reden wir, schweigen auch von dir. Aber das ausgerechnet das Zentralorgan von dieser kapitalistischen Welt, vom Casino-Kapitalismus und vom Raubtierkapitalismus, jetzt dich als Hauptzeuge nimmt. Und noch einen zweiten Hauptzeuge haben sie jetzt auch noch ausgegraben, nämlich der grösste Terrorist der 70er Jahre, der Carlos. Finde ich schon ein bisschen speziell. Also, wie kommt dir das vor? Mit dem habe ich nichts zu tun. Mit der NZZ, du hast recht. Ja. Womit Marcel Gier angerufen hat, hier, Gier, NZZ-Redaktion, ja. Ich wollte ablegen. Ja. Zwischen NZZ und mir ist immer noch alte Kriege. Ja, klar, die haben ja mal gesagt. Du sagst, publizistisches Taschenspieler, Lügner, hättest blühende Fantasie. Und du hast das Ähnliche über dich gesagt. Also die NZZ, die Mogulen von der Falkenstraße, sind vor unglaublicher Arroganz. Nämlich mein Buch «Ändere die Welt» ist 11 Wochen auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Kein Wort in der NZZ. Die braucht es offenbar nicht. Wahrscheinlich. Es ist einfach ein kalter Krieg. Das ist aber trotzdem, jetzt bist du ihre Hauptzeuge. Buch ist gut. Ja, aber du bist jetzt ihre Hauptzeuge. Ist ein Tipptopp-Rechercheur und ist ein sehr gutes Buch. Gut. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen chronologisch angehen. Also es hat angefangen 1969, ist eine El-Al-Maschine auf dem Flughafen Kloten angegriffen worden. Der israelische Sicherheitsmann ist rausgerannt. Die drei Attentäter sind gefasst worden und auch verhaftet worden und in ein Schweizer Gefängnis gekommen. Kurz darauf ist eine Coronado-Maschine über Würenlingen abgestürzt. Eigentlich haben die eine Paketbombe in eine El-Al-Maschine rein tun. Und dann ist es eben in eine Swissair-Maschine reingekommen. Und was dort am Schluss noch gesagt wurde, ist, 46 Jahre später lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Unglaublich, das Dokument. Und natürlich eben sind dann auch die drei Attentäter in Schweizer Gefängnis. Du hast gesagt, man soll die diskret entlassen. Das ist nicht passiert. Dann haben die Palästinenser in einer grossen Aktion drei Maschinen nach Zerka, das ist in der jordanischen Wüste, entführt. Unter anderem auch eine Swissair-Maschine, um die Attentäter frei zu pressen. Und nachdem dann das Ganze durch war, haben sie die Maschinen und die Geiseln entlassen worden sind, haben sie dann die Schweiz die Attentäter entlassen. Der damalige Außenminister Pierre Graber hat das wie folgt erklärt. Wir haben es mit einer Aktion zu tun, die das Leben von 400 Menschen gefährdet. Das lässt keine akademische Diskussion zu und erlaubt keine kritische Prüfung.
Das heisst, er hat dann so erklärt, dass man einen Deal gemacht hat mit den Palästinensern, hat die Attentäter rausgelassen. Aber das soll nicht alles gewesen sein. Und der Autor von diesem Buch erklärt das wie folgt, was noch gekommen ist. Einerseits hat die PLO die Schweiz zugesichert, keine weiteren Anschläge mehr zu verüben, weder gegen die Schweiz noch gegen die Swissair. Im Gegenzug hat die Schweiz der PLO in Aussicht gestellt, sie zu unterstützen in ihren Bestrebungen, in Genf diplomatische Beziehungen aufzunehmen mit der UNO. Und da dabei sagt Pierre Graber, ist ein Kollege von deiner sozialdemokratischen Partei, auf dich zugegangen sind. Man wusste, du hast Kontakt zu diesen Leuten. Deine Frau war Ägypterin etc. Wie hat denn das stattgefunden? Als erstes möchte ich voraussagen, Terrorismus ist abscheulich. Der Individualterrorismus von den Kommandoorganisationen, wie der Staatsterrorismus von Israel, wo Tausende von Palästinensern in Gaza ermordet hat und so weiter. Alles, was Terrorismus ist, das lehne ich total ab und tue ja jeder vernünftige Mensch. In dieser Situation denn ist die Schweiz dreimal geschlagen worden vom Terrorismus, vom Individualterrorismus. Und ein fünfter Anschlag war wahrscheinlich. Und der Pierre... Wieso? Das sind ja zufällige Anschläge. Der erste ist einfach auf Schweizer Boden passiert, ist nicht gegen die Schweiz. Ja. Man hat einfach gemerkt, dass die Sicherheitsvorkehrungen in Kloten sind nicht gut. Der zweite war ein Unfall und der dritte hat man gemacht, um die Leute rauszuholen. Es hat also gar keinen Grund gegen die Schweiz anzugreifen. Du siehst, die Epoche nicht. Entschuldigung, ich muss sagen. Entschuldigung, die 70er Jahre. Ja? Die Schweiz hat für Palästinenser, ich habe wirklich ein paar Palästinenser gut kennt und kenne ein paar bis heute, und andere sind ermordet worden von den Israelis, zwei Freunde von mir. Ja, das waren Terroristen, oder? Ja, was Terroristen? Ja. Der Rezedin Kalak, der in Paris ermordet wurde, war ein Diplomat. Der Hamadi, sein Nachfolger, war ein Diplomat. Und der Sartawi... Du verteidigst die, weil die sind offenbar nein, das ist ein Chef Medizin- der Terroristen. Nein, das waren keine Terroristen. Ja. Gut, jetzt, Entschuldigung, ich habe das unterbrochen. Jetzt das Problem... war, dass die Schweiz hat zum imperialistischen Lager gehört. Was du nicht gesagt hast vorher, 1969, der erste Angriff auf ein Zellal-Flugzeug, dort ist ein Palästinenser erschossen worden von einem israelischen Sicherheitsbeamten. Ja. Und der israelische Sicherheitsbeamte hat einen unbewaffneten, der war schon gefangen, Palästinenser erschossen und ist freigelassen. Und das hat zur Frage Palästinenser gesehen, dass das Doppelzüngigkeit ist und Gefahr hat effektiv. Aber die sind ja schon frei gewesen. Also der Graber ist ja schon frei gelaufen. Und warum ist er zu dir gekommen und wie ist das abgelaufen? Also der Graber ist nicht mein Freund gewesen. Er ist ein rechter Sozialdemokrat. Und du bist ein linker Sozialdemokrat. Ja, und er hat mich ja als junger Sozialdemokrat immer in die Pfanne gehauen. Er war ein Fraktionschef. Aber es gibt ein Dokument vom Graber. 83. Ein Film, wo er die Jahre beschreibt und sieht plötzlich, in den 70er Jahren ist der Terrorismus, das Terrorismusproblem auf die Schweiz zugekommen. Ja. Und die panische Gefahr. Und sie hatten keine Möglichkeit gehabt, zu verhandeln. Sie haben gewusst, die Bundespolizei hat mich sicher überwacht, das habe ich auf den Fischen gesehen, 62 Seiten. Er hat gewusst, dass sie Palästinenser in der oberen Etage von der PLO, nicht von den Kommando, Kommando, kennen und die eingeladen haben in mein Seminar in der Universität Genf, bei mir daheim sind. Und dann hat das Gefühl gehabt, mit dir kann man also den Kontakt machen. Aber du hast jetzt das beschrieben. Ja, und dann haben wir einen Kontakt gefragt. Ich sagte, kannst du mir Kontakt vermitteln in Kairo und in Amman? Gut, du hast ja das beschrieben. Da habe ich den Kontakt zwischen dir und Pierre Graber, Bundesrat, im WC vom Bundeshaus stattgefunden. Dritter Stock. Dann in der Marzili-Bahn. Dann auch noch im Zug zwischen Bern und Lausanne, den Zwischenzug, also zwischen den Wegen, wo es lag. Wie viele von diesen Kontakten haben denn stattgefunden? Es tut noch sehr viel. 6 und 7. Aber komplett geheim. Also was ich will sagen, ich bin ganz ein kleiner Bünzli. Ja, wieso? Offenbar ganz, nicht. Ja, doch, ich habe kein Mandat gehabt. Aber offenbar. Der Graber hat mich nie um Rat gefragt. Hat mich nur um die Kontakte gefragt. Und die habe ich hergestellt. Hat mir auch nie gesagt, was nachher passiert ist. Ich habe von den Palästinensern gehört, von meinem Freund Ezzedin zum Beispiel, oder Adjunkt war von Kadoumi, vom palästinensischen Außenminister, nachher ermordet worden ist von den Israelis. Der Ezzedin hat mir hin und wieder gesagt, und auch Vita Grand-Mère, wir haben die Großmutter gesehen. Und so, also von denen habe ich gewusst, dass Kontakt aber ist. Aber das wird ja alles dementiert von den Leuten, die dabei waren. Der Franz Blanco, damals Staatssekretär, Entschuldigung, ich muss das kurz sagen, hat auch und unter anderem aufgrund auch von der Agenda von Pierre Graber hat können sagen, dass in dieser Zeit, wo es so viele Sitzungen gab, das war eine grosse Krise in der Schweiz, wo man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, dass er gar keine Zeit gehabt hätte, die in Genf zu treffen. Also da wird falsche Informationen gestellt, unglaublich, dass der Kadoumi im Gefängnis war im September.
Er ist im September ist er in Kairo gsi, ist nie im Gefängnis gsi. Aber kannst du auf diese Frage antworten? Eben auf die, dass der Graben ist nie im Gefängnis. Nein, aber gewesen. Dass der Graben gar keine Zeit hätte, wenn man sich den Kalender anschaut. Dass er noch auf Genf gehen konnte. Und alle Leute in seiner Umgebung haben gesagt. Ist anderthalb Stunden im Zug, weil ja. Ich glaube verspätet. Aber wieso hätte er seine Karriere für etwas riskieren sollen, wo eigentlich das Problem schon gelöst ist? Man hat nicht nur die Entladeattentäter, ja. Sondern man hat auch keine Untersuchung gemacht gegen die potenziellen Attentäter von Würlingen? Also, das ist eine ganz berechtigte Frage. Noch eines, der Graben war kein Freund von mir. Aber ich muss sagen, er ist dort ein ganz grosser Staatsmann geworden. Und wie er in die Schweizer Geschichte eingegangen. Er hat unglaublichen Mut bewiesen. Er gewusst, dass ein neuer Angriff passieren kann von einer von diesen Splittergruppen. Dass es also darum geht, unser Land, Gott verdeckt unser Land, zu schützen. Also, wie ich vorher erwähnt habe, sind das zufällige Anschläge in der Schweiz? Du hast aber gesagt, als Resultat von dem Ganzen, rechtsstaatlich war es bedenklich, aber das Resultat war gut. Für wer ist es gut? Ja, für uns. Ja, aber für Palästinenser? Ja, 47 Leute sind gestorben in Würlingen, ein Massenmord. Ja. Und was von palästinensischen Terroristen. Was ganz sicher ist, es hat, der Schweizerische Bundesanwalt hat keine Anklage erhoben, hat keine Rechtshilfe angeschrieben. Nein, das ist doch unglaublich. Aber dann ist doch eigentlich das Problem, auf die Art und Weise, die du eigentlich hast wollen. Du hast schon gesagt, die Attentäter sollen wir diskret entlassen. Haben sie einfach diese Strategie gefahren? Ja, aber das ist für einen schweizerischen Bundesrat, besonders der Begraber ist erst 6 Monate ganz kurz im Amt gewesen, hat das Geheimabkommen, das es gab, ich bin nicht dabei, aber Indizienbeweis, was es gab zwischen Kadoumi und dem Graber in Genf, das beinhaltet hat, einerseits keine Anklageerhebung gegen Massenmörder. Das ist aber unglaublich für die Nachkommen der Überlebenden. Hast du das herausgefunden? Du hast gesagt, in dem Buch hast du beschrieben, Dutzende von Episoden, all diesen 20 Büchern. Aber über das hast du nie geschrieben. Und dann hast du nachher gesagt, ich war feige. Warum bist denn du da feig gewesen? Also ich habe mildernde Umstände, die wollen mich nicht entschuldigen. Ich will doch. Was für mildernde Umstände? Erstens war absolutes Schweigegebot. Zwischen wem und wem? Zwischen Graber und mir. Ja, aber gut. Und alle, die beteiligt waren. Ja, gleich. Ja, das habe ich versprochen. Und dann zweitens, unter uns gesagt, das sollte man vielleicht nicht offen sagen, unter uns gesagt, ich habe Angst gehabt. Aha. 3 von meinen Freunden, Palästinenser, Kontakte sind von israelischem Mordkommando ermordet worden. Aber du bist ja kein Palästinenser in einer Palästinenser-Organisation. Aber meine Schweizer Parlamentarier sind noch etwas anderes. Ich habe einfach Angst gehabt. Punkt. Ich habe Angst gehabt vor dem israelischen Mordkommando. Aber wieso kommst du denn jetzt mit dem und bestätigst etwas, wo es kein Dokument gibt? Das ist wieder eine gute Frage. Gute Frage heisst, es gibt keine gute Antwort. Doch, es gibt eine tolle Antwort. Aber der Marcel Gier hat mir ins Gewissen gesagt, da gibt es Nachkommen von dem Pilot, den wir gehört haben, das ist der Herr Behringer. Hast du jetzt herausgefunden? Ja, das ist mir nicht bewusst gewesen. Komm jetzt. Die haben nie eine Antwort bekommen. Hey, sie waren immer vom Bundesrat verraten. Aber du, der dich immer für die Schwachen einsetzt, in der ganzen Welt. Ja, ich habe einfach die Angst und das Schweigegebot hat dazu geführt, dass ich nicht geredet habe. Mhm. Und der Marcel Gier hat mir richtig gesagt, Gott verdeckt, die Leute haben das Recht zu wissen, was mit ihrem Vater, ihrem Bruder, ihrer Mutter passiert vor 46 ist. Jahren? Und dann habe ich gesagt, ich will sagen, was ich weiß. Gut, okay. Und dann habe ich dem Journalist, Tipptopp-Journalist, trotz NZZ, habe ich dem geantwortet. Gut, aber jetzt, Carlos sagt in dem Interview, auch in der NZZ, sagen Nicht-Angriffspakt zwischen der Schweiz und der PLO. Ja. Also, das ist ja ein Unsinn. Ein Nicht-Angriffspakt zwischen den Terroristen und den kennen nicht, interessiert mich. Ja, ist gleich. Aber nur, wie glaubwürdig bist du? Wie glaubwürdig ist ein Carlos? Wo sind die Dokumente? Es gibt, ich habe ja, als ich jung war, vor 200 Jahren, habe ich ein Zahnarztpatent gemacht. Ja. Und im Strafprozessrecht gibt es den Begriff vom Indizienprozess. Mhm. Ja. Indizien. Genau. Kein Geständnis, kein Dokument, Indizien. Und jetzt gibt es 2 Sachen. Der Schweizerische Bundesanwalt stellt das Verfahren ein, tut die Massenmörder nicht verfolgen. Einerseits. Andererseits. Das ist ein Indiz dafür, dass man das Problem hat. Warte, das zweite Indiz. Der Bundesrat gibt den rüdigen Hunden von Palästinern, die in der ganzen Welt verfolgt werden und diffamiert werden,
gibt denen diplomatische Immunität in Genf. Das sind die zwei Tatsachen, die weiss. Das heisst, ja, das ist stark Indizien. Wie nachher ist PLO ist nachher, ab 1974 ist sie dann immer mehr offiziell geworden. Ja, aber das war der Eintritt so in die Offizialität von PLO. Das war ganz ein wichtiger Moment. Und der Bundesrat hat die diplomatische Immunität gegeben, einem PLO-Vertreter. Also die zwei Eckdaten, die Tatsachen sind, die sind nur erklärbar, die sind nur erklärbar durch das Stillhalteabkommen, das ist abgeschlossen. Stell dir vor, es hat es nicht gegeben. Der Schweizer Bundesanwalt hat sein Amt einfach, der Walmer, den hat er kennt, der war Professor in Bern, wo ich meinen Lehrauftrag hatte, am Freitagnachmittag haben wir uns auch getroffen. Das war ein typischer Zürcher Jurist. Ein bisschen borniert, also ein guter Jurist, kompetent sicher. Aber der hat einfach sein Amt komplett missbraucht, verraten, verletzt, indem er bei einem Massenmord keine Anklage erhoben hat, keine Untersuchung durchgeführt hat. Ja, das ist doch nicht möglich. Das wäre doch nicht möglich. Oder der Bundesrat hat aus blauem Himmel plötzlich eine sogenannte Terrororganisation, der plötzlich diplomatische Immunität und ein Büro gegeben, aus blauem Himmel. Das also ist doch nur erklärbar durch das Stillhalteabkommen, wo keimisch gsi und keim blieben ist bis zu dem Buch. Also Jean, du hast ja immer eine Affinität für die dritte Welt, vor allem auch für Diktatoren in der dritten Welt. Der Pol Pot hast du am Anfang intellektuell hervorragend gefunden in Kambodscha. Haile Mariam Mengistu von Äthiopien hast du hofiert. Was haben wir noch gehabt? Der auf dem Flugplatz. Genau. Der Mugabe, den hast du auch langs gut gefunden und so. Jetzt glaube ich nicht mehr. Und dann natürlich vor allem auch das. Siebenmal beim Gaddafi hast du ihn als Genie bezeichnet, als nationaler Mann. Ja, Moll. Zitat. Genie, rational, zweckgerichtet, vernunftgeleitet. Alles Zitat. Kommt von der CIA oder von wo? Was? Von der CIA? Oder kommt aus Virginia, lange also Virginia. Also, du bist siebenmal da gewesen. Ja. Und jetzt frage ich dich, oder? Du hast also irgendwie, wenn einer von der dritten Welt war, wie man sich verhalten hat, ist immer ein bisschen einer für dich. Nein, darf ich sagen. Wir sind 7,3 Milliarden Menschen auf der Welt. 4,9 Milliarden leben in einem von den 122 Ländern, sogenannten Entwicklungsländern. Und den meisten geht es Hundseeland. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind auf diesem Planeten, das von Reichtum überquert. Also ein Kind, das jetzt, wo wir reden, am Hunger stirbt, wird ermordet. Und diesen Leuten muss man helfen, wenn man das unglaubliche Privileg hat, in der Schweiz aufzuwachen, in einem freien Land. Weiss ist, Professor ist in der Universität, Nationalrat, UNO-Mandat. Das ist deine Rede, aber ja, nein, das ist doch ein unglaubliches Privileg. Ja, genau. Ein unglaubliches Privileg. Aber jetzt frage ich, weil du ja den Gaddafi so gut gefunden hast. Nein, ich habe ihn nicht gut gefunden. Hast du ihn gefunden? Es hat mich interessiert, ihm zuzuhören. Aber jetzt zuzuhören. Ich höre dir auch gerne zu. Ja, das glaube ich nicht. Dass er jetzt 2011 gestürzt wurde, hast du das gut gefunden oder schlecht gefunden im Nachhinein? Was nachher ist, ist furchtbar. Sie hat die muslimischen Dschihadisten in Sirte. Ja. Das ist furchtbar. Also, findest du es gut oder schlecht? Dass er gestürzt worden ist, ist gut. Aber nachher hat die sie gestürzt haben, also die westlichen Mächte, Frankreich und so weiter, hätten dazu müssen schauen, dass die demokratischen Kräfte zum Zug kommen und eine Republik aufbauen, die Menschenrechte akzeptiert. Das widerspricht ja deine These. Also ein Ausschnitt von deiner marxistischen These, die du so erklärst. Was wir müssten tun, das wäre der Staat abschaffen. Ich sage, das ist ganz visionär, wie es Karl Marx gesagt hat. Das ist nicht irgendeine Utopie der Wolke, sondern ist ein ganz konkretes politisches Ziel. Was nicht geht in der Schweiz, das ist die Überverwaltung. Wir haben 90'000 Bundesbeamte inklusive der Regiebetriebe. Also die Schweiz hat mittlerweile 180'000, das ist eigentlich SVP-Theorie, die du da Nein, darf ich etwas sagen? Moment noch kurz, meine Frage dazu. In Libyen ist der Staat abgeschafft worden. Nach marxistischer Theorie wäre das gut. Es ist eine totale Katastrophe. Wäre es nicht jetzt an der Zeit, dass du siehst, dass du vielleicht einen Grundlagenirrtum irgendwie hast, wenn du so Sachen verkündest, man sollte den Staat abschaffen? In so vielen Ländern, in Failed States, ist der Staat abgeschafft worden. Und in der Schweiz geht es wunderbar. Ja, also die schweizerische Eidgenossenschaft ist ein reines Wunder. Sie sind 750 Jahre. Mit Staat, ausgebaut ist. Ich habe ja die Sendung sehr gerne und schaue es, ob ich schon nie Fernsehen schaue. Das ist eine ganz andere Perspektive, das Interview. Wieso? Das ist der Karl Marx, die Menschwerdung des Menschen. Das Leben hat einen Sinn auf diesem Planeten. Wir sind auf dem Weg zur Menschwerdung. Wir sind noch keine Menschen. Du hast Schweiz als Beispiel genommen, wo man den Staat zurückbinden oder abschaffen sollte. Eines Tages wird alle Zwang überwunden zwischen Mann, Frau, Kind. Wird die Klassen abgeschafft. Der Marx für jeden nach seinem Bedürfnis
von jedem nach seinen Fähigkeiten. Gut. Und die freie Föderation wer der Produzenten. Nach all dem, was du erfahren hast, das ist der Horizont von genau. uns. Was du erlebt bin ich schon lange tot, wie das genau. kommt. Aber es kann morgen morgen kommen. Die Revolution kann morgen morgen kommen. So wie in Syrien und in Libyen. Nein, aber hier. Revolution da. Hier. Aber wäre es nicht einmal Zeit, jetzt an diesem Punkt vom Leben, oder möglich, ja. dass du mal einen Realitätscheck machen würdest, merken, dass eigentlich irgendwie alles in die Hose gegangen, was du verkündet hast? Bald du? Ja. Kehrweise. Wieso? Kuba hat, Kuba hat 50 Jahre lang Widerstand geleistet. Okay. Widerstand geleistet. Jedes Kind ist okay. in Kuba. Okay. Jeder Mann hat freie Medizin. Und kann die, lesen, die noch nicht kann lesen und schreiben, die ja. 10 Millionen Kubaner. Und die haben 50 Jahre lang. Wie viele politische Gefangene haben sie noch dort? Kenne ich mehr. Ja, ja. Und haben 50 Jahre der Sabotage, Blockade der Amerikaner. Und jetzt geht nächsten Monat der Obama nach Havanna. Und das ist der Sieg du von kubanischen. Revolution, du einfach das zeigt, das ist doch nicht der Sieg der kubanischen Revolution. Es ist das Ende der kubanischen Nein, Revolution. Weil jetzt kommt der Kapitalismus. Nein, die warten, bis der Barbudo, wie sie nennen, der Fidel, endlich weg ist. Und der Raul und die ganze Camarilla. Nein, das ist eine ganz falsche Information. Also, jetzt schauen wir noch für die Schweiz. Was Menschen leisten in der Resistenz, in der Brüderlichkeit, in der Solidarität. Ja. Das ist ganz unglaublich, was wir imstande sind zu leisten. Und deshalb bin ich voller Hoffnung, dass, was wir, dass wir die Revolution haben in der Schweiz. Dass die Menschwerdung des Menschen, die Emanzipation des Menschen, das heisst kannibalische Weltordnung, genau. die wird gestürzt. Und nachher kommt Solidarität, Brüderlichkeit und Gleichheit. Dream und das kommt, kann ich da nein, sagen. Dream on, das ist in uns ist, als Hoffnung, als Utopie, wir haben Hoffnung als historische, Kraft, als wir historische jetzt, Kraft. Wir haben jetzt erlebt, vor kurzem, etwas eigentlich Interessantes oder vielleicht sogar historisch. Die Zivilgesellschaft hat der SVP eine Durchsetzungsinitiative gekillt. Und es sind einfach Leute, nicht nur Linke, hat auch Linke gegeben, aber Bürgerliche etc. Ja. Und ich habe nicht gehört, wie du gesagt hast, wow, genau das ist die richtige Entwicklung. Und das findet innerhalb von unserer Demokratie, innerhalb von unserem Staat statt. Weil die Durchsetzungsinitiative sind mich gar nicht so interessiert. Aha. Weil ich das Gesetz viel ebenso schlimm finde. Und nach der ersten Initiative ist gemacht, das Parlament hat ein total reaktionäres Gesetz gemacht. Und das tritt jetzt in Kraft. Ja, oh, aber die Alternative ist ja die einzige, ja, nein, entweder das oder das. Ja, aber die Durchsetzungsinitiative die geht ja nicht weit über das Gesetz aus. Aha, das Gesetz okay. ist Skandal. Dass die Doppelstrafe für einen Täter, die Doppelstrafe, nur weil er Sekondo ist oder nur weil er einen anderen Pass hat. Aber das ist nicht mehr, geht nicht. Das ist nicht mehr das ist also, aber das ist im Gesetz. Wir sind jetzt mitten in der Durchsetzungsinitiative. Sind wir vorbei. Jetzt sind wir mitten in der Flüchtlingssituation. Du hast Angela Merkel hast du gelobt über alles. Sie hat gesagt, ich liebe sie und so. Ja. Jetzt haben wir die Bilder aus Idomeni, wo also die Balkanroute ist jetzt gesperrt. Man kommt nicht mehr durch. Das hat nicht Angela Merkel gemacht. Aber irgendwie kann sie ihre Politik weiter offiziell vertreten. Drecksarbeit machen andere. Ist das etwas, was dich, weil du hast gesagt, das ist Menschenfrage, irgendwie berührt? Also du redest jetzt von dem Interview, das ich gegeben habe, der Zeit. Die Zeit, die deutsche Wochenzeit, die Zeit, und dort hast du gesagt, ich liebe Angela Merkel. Genau. Und bin voll Bewunderung für das deutsche Volk. Ja. Nicht nur für die Angela Merkel. Auch nach gestern. Nach dem gestrigen Sonntag. Die haben 10% gemacht, die Spinnen. Die gibt es überall, die Xenophoben. Das ist nicht spezifisch für Deutschland. Ja, nein, das gibt es bei uns. In Sachsen-Anhalt, ja, das sind die Ostdeutschen, verwüstet vom Staatskommunismus. Ja. Das ist der Kasernenkommunismus, der die verwüstet hat. Aber Baden-Württemberg, also wir wollen nicht ins Detail gehen, die anständigen Parteien haben massive Mehrheit. Gut. Was die Deutschen exemplarisch zeigen, an Solidarität, an Gastfreundschaft, an vernünftigem Verhalten, an Aufnahmen. 1,1 Millionen Flüchtlinge haben sie aufgenommen. Dank Frau Merkel, aber auch dank der deutschen Zivilgesellschaft. Aber die hat sich jetzt das ist ganz grossartig. Aber das ändert sich jetzt, eben, weil ja die Balkanroute zu ist. Sie haben es, was hier furchtbar ist, yes.
In diesem Flüchtlingsdrama, das sind ja Leute wie dir und mir, sagen immer, ja, was uns von den Opfern trennt, ist nur der Zufall der Geburt. Richtig. Du könntest mit deinem, ja, kleinen Kind, Grosskind, dort in einem Zelt im Sumpf oder ohne Essen in die Domäne sein. Oder es, ja, aber viele Leute wollen die Bilder genau sehen, damit Flüchtlinge abgehalten werden. Ja, nein, die müssen nicht abgehalten werden. Ja. Es gibt eine, also immerhin, es gibt Völkerrecht. Es gibt eine Flüchtlingskonvention international. Wird 19, nicht eingehalten? 1951. Alle Länder der, ja, Welt, außer drei, haben es unterschrieben. Und dort ist ein neues Menschenrecht drin, das universell ist, das Recht auf Asyl. Wenn ich verfolgt bin, wird das eingehalten? Nein, es wird eben nicht eingehalten. Ja. Und das ist Skandal in Europa. Mhm. Jeder Mann hat das Recht, eine Grenze zu überschreiten und im Nachbarland, in einem anderen Land, ja, um Schutz nachzusuchen, wenn er aus rassistischen, politischen oder religiösen Gründen verfolgt wird. Und das sind Hunderttausende von Menschen, ja, die von dem fürchterlichen Assad bombardiert werden in ihrem Heimatland, die sie noch überleben können, mit der letzten Kraft gehen sie über Grenzen und probieren in Europa temporäre Aufnahmen zu bekommen und werden mit Stacheldraht abgewiesen an mazedonische, ungarische und Schweizer Grenzen. Und das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Gut, also, und gegen das ist Frau Merkel, und das ist gut. Gut. Aber Jean, wenn ich dich höre, wenn ich deine Bücher lese, du bist gegen den Westen, du bist gegen, nein, die Schweiz. Nein! Du Kannibalismus. Ich bin gegen die Schweizer, ich bin gegen Schweizer Bankenbanditismus, genau, ja, gegen die Oligarchie, ja, die das Bild von der Schweiz verzehrt, okay, die UBS-Halunke und so weiter. Ich bin für die Schweizerische Eidgenossenschaft. Gegen den Kapitalismus auch. Gegen Raubtierkapitalismus. Genau. Du bist gegen Israel. Aber wieso nicht gegen Israel. Du, wieso bist denn nicht du? Gegen Israel. Wieso höre ich nichts, was du sagst? Aushungern, du bist beim Menschenrechtsrat. Ja. Der hungert Städte aus wie Madeira. Das hat man ja eigentlich, ja, in der Neuzeit gar nicht. Der macht Fassbomben. Ja. Der macht Sachen, die hundertmal schlimmer sind. Ja. Aber du noch tut immer wieder Israel verurteilen. Und dort, was in diesen Ländern passiert, das irgendwie, das geht durch. Ich frage dich einfach, Jean, aus Ideologie, aus logischen Gründen bist du einfach auf einem Auge total blind. Das ist sehr nett, dass du nicht siehst auf Bein. Eben, ich bin ein netter Mensch. Nein, aber also, der erste Punkt, den ich sofort aus der Welt schaffe, gegen Israel. Ich bin nicht für einen Likud. Ja, ich auch nicht. Das sind üble Brüder. Ja. Aber ich bin gegen die permanente Menschenrechtsverletzung vom Likud durch Kolonisation zu dem, was in Syrien passiert. Gegen Folter von dem massiven Bombardement von Israel. Aber wieso bist du nicht mit gleichem Effort auch gegen das, was für das israelische Volk passiert? Ich bin ihre israelische Nichtregierungsorganisation, Alternative Information Center. Die Frage ist, der Michael Warschawski oder der Iran Gut, also hast du das Gefühl, du bist auf einem Auge blind? Auf keinem Auge blind. Schielen vielleicht ein bisschen hin und wieder. Du meinst, aber etwas gefunden, wir sind am Schluss der Sendung. Du hast mal die aber es geht darum, dass die Leute Europa, wenn sie nicht erwachen, ja, und die Flüchtlinge nicht aufnehmen, gefolterte, gepeinigte Menschen wie du und ich, ja, wenn die nicht Gastfreundschaft bekommen, Gastrecht bekommen, während der Zeit, bis der Krieg endlich aufhört, dann geht Europa kaputt. Also. Dann geht unsere Demokratie kaputt. Also die findest du trotzdem noch gut. Finde ich noch lässig. Natürlich, klar. Wir haben noch ein Bild gefunden vom jungen Jean Ziegler und deinen ersten Fernsehauftritt als Journalist. Heute ist die Genfer Abrüstungskonferenz genau 14 Tage alt. Seit 14 Jahren dauern die Abrüstungsgespräche zwischen Ost und West. Wie ist die Situation heute, Herr Krohn? Die Situation heute, Herr Ziegler, ist eigentlich noch nicht viel, hat sich nicht viel geändert. Du bist sehr ein sanfter Interview, sanfter als ich. Danke vielmals, Jean, dass du gekommen bist. Sehr interessant, aus aktuellem Anlass. Ja. Morgen Abend geht es um Todesstrafe. Soll die nicht verjähren, das im Club. Die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Wir freuen uns, wenn Sie dann dabei wären. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.